Herrengedeck, der Podcast, präsentiert. Ja, diese Geschichte von vor 2000 Jahren, wo einfach so ein Kind in einer Hütte auf ein Heu draufgeboren wurde und alle so, oh, krass, ey, heftig, lass mal jetzt immer Weihnachten feiern. Heiligabend in der Platte. Die Weihnachtsgeschichte erzählt für einfache Leute. Heute ist der heilige Abend. Vielleicht ist jetzt noch der heilige Morgen, aber der heilige Abend wird auch bald kommen. Und dann werdet ihr mit eurer Familie am Tisch sitzen, Kartoffelsalat essen, werdet euch vielleicht streiten, sehr, sehr doll. Danach werdet ihr euch versöhnen und dann wieder streiten und wieder versöhnen. Und ihr werdet Geschenke bekommen, die ihr nicht haben wollt. Dann werdet ihr fragen, hey Mama, hast du den Kassenzettel davon noch aufbewahrt? Und wenn sie sagt nein, dann stellt ihr es in ein Internet-Auktionshaus eurer Wahl. Aber was ganz wichtig ist, ihr wisst am heutigen Heiligen Abend endlich, was es mit der Weihnachtsgeschichte auf sich hat, die ihr in den letzten Wochen hier gelernt habt. Wir fassen noch mal kurz zusammen, was letztes Mal passiert ist. Im Stall kam Jesus zur Welt und in der Nähe waren Hirten, denen ein Engel erschienen ist, der ihnen von der Geburt des Sohnes Gottes berichtet hat. Die Hirten sind dann dem Licht gefolgt bis zum Stall und knieten dort vor Jesus nieder, dankten Gott und verbreiteten die frohe Kunde auf dem Weg zurück zu ihren Herden. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Jetzt geht's weiter. Weit, weit weg im Morgenland sahen drei Sternendeuter, Kaspar, Melchior und Balthasar, eine merkwürdige Erscheinung am Himmelszelt. Das waren zwei Sterne, die zu einem neuen großen Stern wurden. Und das konnte nur eines bedeuten, nämlich, dass ein mächtiger König geboren worden war. Sie beschlossen, dem Schein des hellen Sterns zu folgen, und dieser führte sie zu einem Stall. Sie wunderten sich, dass ein König in einem Stall geboren wird, aber deuteten dies als Zeichen dafür, dass er später für die Armen eintreten wird. Jeder der drei hatte für Maria und Josef ein Geschenk mitgebracht. Zum einen eine Dose voller Körner, die einen angenehmen Duft verströmten, wenn man sie ins Feuer warf. Dies war Weihrauch. Außerdem brachten sie eine kleine Flasche mit kostbarem Öl, mit dem sie den König salben sollten. Das war Myrrhe und Gold. Ey, ich schwöre, heute Nacht gehe ich so steil. Ey, ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Ja, guck mal, Kaspar. Balthasar guckt auch schon so, als wenn der gleich richtig abgehen wird. Ich glaube, der hat zu Hause schon Jumpstyle geübt. Ey, ich schwöre, ich werf mir heute noch eine kleine MDR am Aren. Nur eine kleine. So eine kleine Dosis. Aber Dicker, teilst du, ne? Man sagt ja, geteiltes MDMA ist doppeltes MDMA. Sichi! Das wird so geil, das wird so geil. Kick mal, ich kann ja nicht mehr stillstehen. Ich bin so im Partymodus drin, da. Ich bin drinne. Wo ist eigentlich diese Party, ey, Balthasar? Weißt du, wo die Party ist? Keine Ahnung. Kima, was ist das denn? Kima, Kasper. Das ist doch hier so ein Lichter, so ein Strahler, so ein Lasermeser. Alter, das muss voll der krasse Club sein. Guck mal, was für ein krasses helles Licht. Oder legt bestimmt jemand mega krass auf. Ey, ich drehe durch. Ich schwöre, ich drehe durch. Das ist doch hier das Licht von Paul Kalkbrenner-Dingens. Der liegt doch da auf. Da gehen wir ey, hin, Ey, Kaspar, Freunde. Kaspar, lass mal da hingehen. Dicker, wir machen Jumpstyle. Ich mach Jumpstyle dahin. Okay, komm. Oh, guck mal, wir kommen immer näher. Ey, krass, ey, das ist voll die Pyrotechnik. Vielleicht sind das Bengalos oder so. Krasse Party auf jeden Fall. Guck mal, da kommt das Licht aus dem Haus da drüben. Ich sage jetzt mal guten Tag. Das wird doch jetzt hier sein, wo das Haus hier ist. Hier ist das Licht am hellsten. Ich klopf jetzt hier an, oder? Was ja, klopf mal. Klopf, klopf. Guten Tag auch. Schönen guten Tag, Leute. Wir suchen ja eine dicke Party. Ist das hier eine Party bei euch? Voll krass, wie viel Besuch heute kommt. Nee, Party jetzt nicht wirklich, aber ein Baby wurde hier geboren. Da drüben, das ist der kleine Jason in der Friteuse. Nee, kiek mal, was ist denn das? Was bist denn du für ein süßes Ding? Komm mal her zum Papa. Bist du Gott, oder? Na gut, ich meine, meine Frau sagt immer, ich bin WJ, aber im Bett, weißt du, aber nicht in Wirklichkeit, nee. Ja, aber du kannst ruhig Jason auf den Arm nehmen. Er ist der Sohn Gottes, weiß nicht so richtig. Nimm ihn jetzt mal auf den Arm hier, den Kleber. Er ist der Retter der Welt. Na, Jute ist, wir haben halt auch auf eine Art Geschenke mitgebracht für euch, wa? Wie heißt du denn überhaupt? Kannst mich Melchior nennen. Melchior? Melchior. Du bist ja auch eine ganz süße Maus, wa? Danke, ich bin Mary. Ja, ich bin Melchior. Ja, der Jason kann dir nicht antworten, der ist noch so klein, aber ich glaube, der findet dich voll nett.
Ja, bist ja ein Papa auf dem Arm drauf, wa? Baby, da, ich hab hier Geschenke mitgebracht für deine Mutti und für deinen Vati. Och, echt? Geschenke? Ja, kick mal hier, das war eigentlich ein Gastgeschenk gewesen für die Party von Paul Kalkbrenner. Das ist jetzt nicht passiert, weiß ich jetzt auch nicht, warum wir jetzt hier hergekommen sind, aber okay. Das ist hier auch ganz nett. Wir haben hier Geschenke mitgebracht für euch, hier ist eine Duftkerze, kick mal. Das ist hier aus dem Pfennigfuchs, das ist mit Vanille und Pfirsich und Macadamia. Wow, das krass, das ist ja, wenn man die anmacht, so richtiger Weihrauch, der hier so rumweht. Das ist ja richtig gemütlich, machen wir das hier ein bisschen muckelig, meine Kleine. Voll nett. Ne? Dann haben wir für euch hier noch ein kleines Self-Tanning-Bräunungsöl. Oh, für Jason? Für Jason, das ist ein bisschen hier, so ein kleiner, für Disse, wenn er an die Disse geht, dann kann er sich ein bisschen, dass er ein bisschen braun ist. Cool, ja, da kann ich ihn nachher mit einreiben, das gefällt ihm bestimmt gut. Gut, meine Kleine, weißt du Bescheid? Und das Beste kommt jetzt zum Schluss, ne, weißt ja, wie das läuft, das Beste, das kommt zum Schluss, meine Jute. Pass mal auf, hör mir mal zu, ja. Mama, die Ohren ein bisschen groß. Okay, noch, ja, okay. Ich meine, an sich kommt das von mir, ne, die anderen Jungs, das sind egal. Deine zwei Freunde, wie heißen sie? Kaspar und Balthasar. So. Okay. Aber ich sage mal so, unter uns, die musst du nicht kennen. Hauptsächlich geht's natürlich, genau, um mich. Na und Jason, das ist der Retter der Welt hier, ne? Den hab ich was mitgebracht, dem Juten. Und zwar, pass mal auf, hör mal zu, 10.000 Likes aus Bangladesch für Jasons ersten Post auf Hologramm. Er graste aus, Fräulein. Oh mein Gott. Oh, das sind so krasse Geschenke. Woher wusstet ihr, dass der Sohn Gottes geboren wurde? Ich weiß es auch nicht. Ist euch auch dieser komische Angelo erschienen? Oh mein Gott, Angelo? Er ist überall. Er ist wie Justin Bieber. Aber ja, danke für die Geschenke. Dann sag ich mal, wir verabschieden uns. Ja. Und dann wünsche ich euch hier Dingens. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Nice. Das war Heiligabend in der Platte. Die Weihnachtsgeschichte erzählt für einfache Leute. Boah, das war heftig, ey. Richtiger Splatter. Frohe Weihnachten, wünscht Herrengedeck, der Podcast. Ja, man, gönnt euch.